Hallo, liebe Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer an Oberschulen. Ich grüße Sie herzlich in dieser schönen Sommerzeit. Ich habe mich auch etwas schon sommerlich angezogen. Nicht so offiziell mit einem Anzug bin ich da. Und das Thema für heute ist wieder Transferdeutsch. Und für heute habe ich so das vorbereitet aus einer etwas so wieder einer anderen Perspektive. Und zwar, es geht mir um die Wortschatzarbeit mit diesem Lehrwerk. Denn Transferdeutsch, das haben Sie schon in anderen Videos bestimmt schon erfahren, ist so ein Lehrwerk, das wirklich auf die Kommunikation fokussiert ist und entwickelt auch dabei andere noch Kompetenzen, unter anderem diese Sprachmittlung. Darüber habe ich schon einiges eigentlich erzählt. Und ich habe auch davon erzählt, dass wir hier auch anhand dieses Lehrwerks für die Mittelschulen oder Oberschulen auch die vier Schlüsselkompetenzen entwickeln können. Und unter diesen Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts, denn es geht wirklich um das ganze aktuelle Jahrhundert, das 21. Jahrhundert gehört auch eben zu diesen Kompetenzen die Kommunikation. Aber was wäre die Kommunikation eigentlich ohne den Wortschatz, ohne die Lexik, ohne die kommunikativen Strukturen? Und über diese Strukturen, die eben dieses Lehrwerk Transferdeutsch an ihre Lerner vermittelt, über diese Strukturen möchte ich gerne noch heute mit Ihnen sprechen. Und zwar hier kurz präsentieren das Thema, das eigentlich so ganz beliebt ist und sich wirklich auf das bezieht, was wir auch ganz gerne machen in der Sommerzeit. Und zwar, es geht um das Essen und um das Einkaufen. Und das haben wir hier in Transferdeutsch, wenn ich das so aufschlage, das ist so hier schon gegen Ende dieses Lehrwerks für die erste Klasse. Und zwar, das ist das Kapitel Nummer 5, und wir haben hier dieses Essen und Einkaufen. Und wie Sie bestimmt das schon gut ahnen können, wenn es gerade um Wortschatz geht, in dem Bereich, in dem Themenbereich wie Essen und auch Trinken und dazu noch Einkaufen, dann müssen wir wirklich sehr viel Wortschatz haben. Und das ist auch richtig. Und es ist gut zu überlegen, wie können wir und wie arbeiten wir auch mit diesem Wortschatz oder wie können wir eben diesen Wortschatz so an unsere Lerner vermitteln, dass sie sich wirklich das merken, denn es ist wirklich eine ziemlich umfangreiche Menge, wenn es wirklich um die lexikalischen Einheiten geht, die sich auf dieses Thema Essen und Einkaufen und wie ich auch das gesagt habe, auch Trinken, denn Trinken ist auch immer mit dabei, sich auch auf diese Aspekte wirklich bezieht, ja. Und wie das auch typisch für dieses Lehrwerk ist, das beginnt alles, das kann ich Ihnen so präsentieren, mit einem großen Bild. Und dieses Bild zeigt uns eine schon konkrete Situation. Das können Sie schon vermuten. Es geht um ein Café oder ein Restaurant. Und wir haben hier dann bestimmte auch Punkte, das geht so in Richtung Sprechblasen. Und hier müssen die Lerner, sollen die Lerner mit ihrer Hilfe auf jeden Fall dieses Bild zu beschreiben versuchen, ja. Aber dazu brauchen sie auch entsprechend Wortschatz. Das können sie, wenn sie ziemlich schon gute Lerner haben, die gerne Deutsch lernen, das können sie ganz am Anfang machen. Das können sie auch auf Polnisch besprechen, um in dieses Thema einzusteigen, aber Sie können das auch dann später machen, nach dem ganzen Kapitel, also nach diesem Kapitel Nummer 5, dann können Sie auf jeden Fall zu dem Foto zurückkehren und hier entsprechend das auch versprachlichen, was die Lerner wirklich dann hier sehen können, denn Sie haben schon dann Wortschatz entsprechend gelernt, also diese Lexik. Gut, und dann, das ist so eine Doppelseite, dann haben wir hier. Und wenn ich das Ihnen präsentiere, das sind so drei Bereiche und diese drei Bereiche beziehen sich dann auf die jeweiligen Lektionen. Das erste, was hier steht, das ist die Lektion 1 und das kann ich Ihnen auch hier kurz vorlesen. Das Thema ist, ich möchte eine Ananas. Also hier geht es dann auf jeden Fall um das klare Essen und um die Einkäufe. Das beginnt hier so mit einer Fotostory, wie Sie sehen, und auch entsprechend mit Sprechblasen und die müssen versprachlicht werden.
Die Lerner sollen hier auf jeden Fall das vorlesen, aber wäre auch gut, wenn sie zum Beispiel wirklich dann ein bisschen theatralisch das hier Präsentierte angehen und zum Beispiel wirklich so in einer Form von Drama wirklich das auch präsentieren im Klassenraum, ja. Das wäre durchaus auch möglich, ja. Und das ist so Einstieg und das ist das Thema, aber dann sehen wir hier schon diese weitere Seite, da haben wir hier schon viele Produkte. Es geht hier um die Produkte aus dem Supermarkt und die müssen auf jeden Fall die Lerner einfach dann lernen, ja. Und das ist diese Lektion 1 in diesem Kapitel Essen und Einkaufen. Dann die Lektion 2 ist eben auch im Supermarkt und das ist auch ganz richtig, das sehen Sie hier auch, das wird hier auch wieder holt und hier muss man sich auch entsprechend, das sehen wir hier, auch im Supermarkt bewegen. Also es wird hier auch der Weg wirklich beschrieben, was wir wo einfach da kaufen. Es geht, wie wir das alle so wissen, um bestimmte Abteilungen in einem Supermarkt, denn die Produkte sind hier entsprechend geordnet. Und der Begriff Ordnung ist hier sehr von großer Bedeutung, denn auch die Lexik, also der ganze Wortschatz in diesem Kapitel, aber generell im ganzen Lehrwerk ist gut geordnet. Das werden Sie auch sehen, dass die Lerner hier von Anfang an wirklich, wenn es um die Wortschatzarbeit geht, sie müssen auch, einfach von Anfang an diesen Wortschatz, dieser Lexik gut strukturieren, um sich eben die jeweiligen lexikalischen Einheiten merken zu können. Ja, das ist einfach eine der besten Methoden, einfach Wortschatz zu gruppieren in bestimmte Themenkreise oder kleinere Themenkreise, denn der große Themenkreis oder Themenbereich ist hier Essen und Einkaufen, was ich schon eingangs sagte. Aber hier haben wir entsprechend die bestimmten lexikalischen Einheiten, aber auch Strukturen, die einfach dann gruppiert werden, wie das hier das alles wirklich geschieht, also wie das konzipiert worden ist, das werde ich auf jeden Fall zeigen. Vor allem hier, wenn wir das sehen, in diesem Arbeitsbuch zu Transferdeutsch, dann, wenn ich das Ihnen so aufschlage, das kann ich Ihnen schon gleich hier kurz signalisieren, wie das hier ist. Denn noch will ich dann etwas zu dem Lehrwerk sagen selbst, also Kursbuch. Aber hier ist das auf jeden Fall zu sehen, Einkaufen und also Essen und Einkaufen, dieses Thema. Und da sehen Sie hier, wir haben hier grafisch dargestellt, das kann ich Ihnen so besser präsentieren, bestimmte Produkte und da sind entsprechend hier die Bezeichnungen, also dann Substantive und die müssen hier entsprechend auch angepasst werden. Es geht nicht um die reine Übersetzung oder einfach diese Grammatik-Übersetzungsmethode, sondern es geht mehr um die einsprachige Arbeit, aber mit dem Bild. Ja, die Lerner sollen dadurch einfach das doppelte Kodieren aktivieren und auf diese Art und Weise auch sich besser diesen Wortschatz merken, dass sie einfach die Phrasen, also diese Wörter hier dann entsprechend hier zuordnen. Ja, und das ist eben dieses erste Gruppieren sozusagen. Aber dann werden Sie sehen, das werde ich Ihnen auch hier präsentieren. Hier haben wir die Produkte noch weiter, denn das ist so spiralförmig. Also wir machen so einen Kreis. Wir führen Wortschatz ein, wir kommen zu dem Wortschatz zurück, wir erweitern diesen Wortschatz und auf diese Art und Weise wird einfach eine lexikalische Einheit an eine andere gekoppelt, ja. Und durch diese wirklich aneinander, durch dieses Aneinanderreihen ist es möglich, dass man sich Wortschatz besser festigt, vor allem, dass die Lerner einfach die Sachen besser merken. Und da sehen wir hier auf jeden Fall die, noch einmal zeige ich das in Produkte und da muss man hier oben sie entsprechend hier lesen und dann hier auch zuordnen. Und das ist eben auch diese Aufgabe, auch einsprachig, ja. Und es geht hier auch um Mengen, denn es ist hier auch zum Beispiel 100, 400 Gramm, eine Packung, ein Pfund, ein Kilo, ein Glas. Also entsprechend, es geht auch um die Produkte, die werden dann mit bestimmten Mengen zusammengestellt. Und dann möchte ich Ihnen auch hier präsentieren, wie das auch mit hier konsequent, denn das ist auch diese konsequente wirklich Arbeit mit dem Bild, also mit auch Piktogramm zum Beispiel. Aber hier haben wir Bilder, das können Sie sehen. Wir haben hier auch noch einmal die Produkte, die sind hier auch in einer Ordnung. Und dann haben wir hier, also diese Anordnung müssen wir hier
in das Worträtsel, also Kreuzworträtsel, einfach also eintragen. Und die Aufgabenstellung ist ganz logisch. Löse das Kreuzworträtsel, also wie ich das gerade sagte, da muss man hier das entsprechend eintragen. Aber damit es noch spannender wird, wir haben hier noch die Lösung. Also die Lerner müssen dann entsprechend entziffern, was hier noch als Text entsteht, ja, was für ein Schlagwort ist das zum Beispiel, ja. Das ist auch dazu da, damit man die Lerner wirklich auch motiviert. Und wir haben hier, das haben Sie gesehen im Kursbuch, hier im Arbeitsbuch ist das Thema hier auch im Supermarkt. Das kann man hier oben lesen. Vielleicht, wenn ich das Ihnen so zeige, dann sehen Sie das besser hier im Supermarkt. Und dann hier ist auch, kann man das sehr gut dann weitersehen, wenn ich das weiter blättere, dass wir hier auch klares Gruppieren haben von bestimmten Phrasen. Hier zum Beispiel haben wir auch die Aufgabe in dem Bereich B, denn der Bereich B immer in diesem Arbeitsbuch ist noch ergänzend, ja, denn das ist immer so strukturiert, also zweigeteilt. Und wir haben hier die Aufgaben mit dem Buchstaben A. Die beziehen sich direkt auf das, das zeige ich Ihnen, auf dieses Kursbuch. Aber die Aufgaben mit der mit dem Buchstaben B, also dann haben wir dieses B, die sind hier einfach extra noch ergänzend, erweiternd. Und die Aufgabenstellung ist hier so formuliert: Was passt in diese Abteilung nicht? Streich es durch. Also dann haben wir hier auch entsprechend, wie Sie das hier sehen können, die Phrasen gruppiert, also in einer Anordnung, aber eine Sache, also ein Produkt muss hier falsch sein, denn so ist die Aufgabenstellung. Die Lerner sollen das entdecken, was hier eigentlich nicht so richtig passt, ja. Und beispielsweise, wir haben hier sowas wie Brot, also Milchprodukte ist es, ne? Und dann haben wir Brot, Butter, Joghurt, Mehl, Vanilleeis, Käse und Feta. Und klar, Milchprodukte, was nicht hier passt, ist Brot, ja. Dann haben wir zum Beispiel Süßigkeiten. Wir haben Schokolade, Bonbons, Kuchen, Cola, Banane, Brötchen und Kekse, ja. Und hier müssen auch die Lerner entscheiden, was hier nicht so gut passt, ja. Und das ist die Aufgabenstellung. Und dann ist es hier auch, das ist die dritte Lektion. Es ist hier, es geht um das Restaurant und dann haben sie am Anfang oder einfach ein Café, aber hier ist eigentlich ein Restaurant und konkret eine Pizzeria. Denn das Thema ist hier, das können Sie selbst gut lesen, zweimal Margarita, bitte. Also es wird einfach Pizza gegessen und hier müssen die Lerner einfach dieses Verhalten lernen, wie man dann etwas bestellt und dazu brauchen sie auch auf jeden Fall Lexik und bestimmte Phrasen. Und die werden hier auch weiter, das möchte ich Ihnen auch zeigen, hier gruppiert. Also auf der einen Seite haben wir noch einmal in diesem B-Bereich noch Wortschatz und wir haben hier das bestimmte Bereiche, also Gruppen, ja, und dann müssen wir diese hier Strukturen hier zuordnen, ja. Das kann ich Ihnen sehr gut vorlesen. Zum Beispiel das Eis, die Torte, die Soße. Also das sind schon die Sachen zum Beispiel, die wirklich dann in einem Café zum Beispiel gegessen werden. Und dann haben wir einfach dann entsprechend hier lexikalische Strukturen, die zugeordnet werden müssen. Aber hier haben wir auch Dialoge und dann diese Wortschatzarbeit hier muss auch so verlaufen, dass man entsprechend das verbindet und einfach dann die Phrasen korrekt gruppiert. So ist die Aufgabenstellung hier auch so formuliert. Ordne die Dialoge, nummeriere die Aussagen in der logischen Reihenfolge. Also wir sind wieder bei dem Bereich Wortschatz gruppieren. Ich komme noch kurz zum Kursbuch Transferdeutsch zurück. Und hier, das möchte ich noch Ihnen kurz zeigen, wie das hier aussieht. Thema hier zweimal, also diese Lektion hier drei. Das ist dann zweimal Margarita, bitte. Und hier ist es so auch, dass wir so ein konkretes Verhalten haben in einer Pizzeria. Und da sind hier auch entsprechend Dialoge. Dann können Sie hier sehen, die Lerner lernen das, also sie müssen einfach ganz praktisch diese Strukturen dann anwenden, die sie gelernt haben in diesem Kapitel. Hier ist es zu sehen, dass sie auch entsprechend die Rollen übernehmen können und sie sind einfach die Gäste in einem
Restaurant, aber auch Sie können einfach die Rolle übernehmen eines Kellners, einer Kellnerin oder einfach Obers, ja, und dann entsprechend die Rolle spielen. Das ist noch interessanter hier, denn wir haben hier entsprechend Text, ja, und hier auch, und wir haben hier auch, das können Sie sehen, diese Punkte, so quasi Sprechblasen. Hier haben wir schon eine vollständige, das kann ich hier zeigen hier. Und dann müssen Sie einfach diese Sprechblasen, sie müssen einfach bearbeitet werden, also aus diesen Dialogen einfach die Phrasen übernehmen und hier entsprechend ergänzen. Und da sehen Sie, das wird einfach auch etwas vertiefter, ja, die Sprache bearbeitet. Und was, wenn es um noch die Wortschatzarbeit geht und das intensive Üben, das ist auch so typisch für Transferdeutsch. Wir haben immer am Ende eines Kapitels, das kann ich Ihnen hier so zeigen. Also wir haben hier so kommunikative Strukturen und das heißt auch, das kann ich und dann auf Polnisch Kommunikacja, zwroty i wyrażenia. Und das ist immer hier das Wichtigste, aber nicht, es ist nicht diese Grammatik-Übersetzungsmethode, denn es geht darum, dass die Lerner, hier haben wir das, sie sollen einfach diese Phrasen kontextuell verstehen und entsprechend auch anwenden und nicht nur sozusagen dolmetschen oder übersetzen, denn das verlangsamt eigentlich den ganzen Lernprozess. Klar, es ist immer die Frage, woher sollen Sie das wissen? Das ist nicht so schwierig, denn wenn ich hier das noch gegen Ende aufschlage, da möchte ich das Ihnen auch präsentieren. Hier haben wir in diesem Teil immer bestimmte Wendungen. Das steht das hier. Da sehen Sie das auf Polnisch geschrieben, ja, zwroty i wyrażenia. Und dann hier im Kapitel 5 genau, das sind so alle Wendungen, die wirklich ganz nützlich sind, wenn wir Wortschatz vorbereiten wollen, die ganze Lexik, die wir dann mit den Lernenden in der Stunde bearbeiten. Aber die Lerner, sie sollen eigentlich selbst, wenn schon, ja, dann sollen sie nicht von ihnen so alles bekommen, sondern sie sollen diese Arbeit selber leisten. Und es geht um die Wortschatzarbeit und dass Sie zum Beispiel ein Wörterbuch oder ein Lexikon, so quasi so ein Glossar für die Stunde erstellen oder eigentlich für das ganze Kapitel hier. Das möchte ich Ihnen auch hier präsentieren, wie das hier aussieht in Transferdeutsch. Das zeige ich Ihnen gleich. Ja, hier. Und da haben wir das, so das muss ich pauken, also wirklich so auswendig lernen. Und wir haben hier entsprechend, das wissen Sie schon, ich habe das schon erklärt in anderen Videos, es geht hier auch um den Transfer zwischen Deutsch und Englisch oder Englisch und Deutsch, aber auch behilflich kann hier Polnisch sein. Und es geht einfach um die Phrasen, also die ganze Lexik. Hier ist es in diesem Kästchen, die wirklich in diesen Sprachen so ähnlich ist, ja, dann können die Lerner sozusagen das entziffern, ja, aus dem Kontext erschließen oder einfach dadurch, dass sie wirklich schon etwas kennen in einer anderen Sprache, wie zum Beispiel Englisch, ja. Und dann weiter, dann ist es schon das Lexikon hier zu sehen, dann muss man alles ergänzen und wir haben hier auch bestimmte Wendungen hier und dann kann man die Wendungen sich dann, wenn man das so präferiert oder so bevorzugt, diese Art und Weise der Arbeit, da kann man das auch ins Polnische übersetzen oder zum Beispiel, wenn die Lerner wirklich gut Englisch sprechen, dann können sie das auch zum Beispiel auf Englisch mit dabei schreiben, dann aktivieren sie beide Sprachen. Also auf der einen Seite eigentlich lernen sie Deutsch und aktivieren sie dann Englisch und können sie auch bestimmte Strukturen vergleichen und das ist hier in diesem Teil, das muss ich pauken. Aber was noch wichtiger ist, denn ich sagte, es geht hier um die Kommunikation. Wir haben hier auch Transferspiel. Das möchte ich Ihnen auch kurz präsentieren. Was ist hier die ganze Aufgabe? Also wir haben hier bestimmte kommunikative Situationen, wie zum Beispiel in dem Bereich eben Essen und Einkaufen. Wir haben hier das auf Polnisch. Powiedz, że jesteś głodna, głodny. Przyjmij zaproszenie do pizzerii. Powiedz, czego potrzebujesz na śniadanie, minimum trzy informacje. Powiedz, o której godzinie wstajesz w weekend. Also dann ist es hier auch Alltag, denn das bezieht sich auf zwei Kapitel. Das frühere Kapitel war hier auch Alltag. Aber wir haben hier zamów pizzę z sosem czosnkowym. Poproś koleżankę, kolegę, żeby kupiła ci Jogurt. Und das ist hier so auf Polnisch, aber hier, wenn ich das so umblättere, da werden Sie hier sehen, das ist ein Spiel, also das muss man so auseinander eigentlich schneiden. Hier zeige ich das Ihnen, da sehen Sie hier,
Es gibt hier die deutschen Entsprechungen. Und das ist so einfach, so ein Spiel ähnlich, wie wir das im Quizlet zum Beispiel haben, oder Memory eigentlich Spiel, so ganz traditionell, dass man hier einfach das so umdreht, ja, und dann hat man diese Phrase, die man braucht, um etwas zum Ausdruck zu bringen. Hier zum Beispiel: eine Pizza mit Knoblauchsoße, bitte. Dann, das war diese Sache mit Sossenkowy. Kauf, nimm bitte einen Joghurt. Warte mal, denn hier werden wir im Kontext der Grammatik auch Imperativsätze haben, Imperativformen des Verbs oder der Verben so generell. Das ist so in diesem Kapitel 5 als grammatisches Phänomen geht es hier auf jeden Fall um diesen Aspekt. Aber hier habe ich mich heute auf Wortschatz eigentlich konzentriert. Und das ist so die eine Sache hier mit dem Lehrwerk. Aber ich möchte Ihnen noch etwas zeigen, was auch wichtig ist. Mit dem einfachen Handy geht das. Wenn Sie sich dann unsere Seite anschauen von PWN Schulbuchverlag, also ich kann das Ihnen hier so zeigen auf meinem Handy, dann ist das so, dass man hier das etwas vergrößert. Und wir haben hier den Bereich für den Lerner, für Schülerinnen und Schüler. Dla ucznia heißt das. Und wenn ich das so anklicke, ja, habe ich das schon gemacht, dann sind wir in dem Bereich für Lerner. Und hier haben wir, wenn ich das etwas vergrößere, da sehen Sie, es geht hier um Quizlet. Hier kann ich das so gut präsentieren. Ja. Hier zeige ich das Ihnen besser. Ja, und dann dieses Quizlet kann man hier auch anklicken und entsprechend üben, ja. Und das ist hier alles erreichbar über unsere www-Seite von PWN Schulbuchverlag. Das möchte ich Ihnen auch präsentieren. Also das sind hier zwei Lehrwerke. Für Transfer Deutsch haben wir Quizlet und auch für das Lehrwerk für Französisch als Fremdsprache, also für Explorer. Aber mich interessiert im Moment Transfer Deutsch und ich klicke das an. Ja, und das werden Sie sehen hier gleich. Ja, es kommt schon alles hier mit Quizlet und das kann Ihnen ich zeigen, ja, das ist hier schon Quizlet und das können Sie sich gut anschauen, ja, wie ist das hier und wir können etwas wiederholen und zum Beispiel Kapitel 5, wenn ich das nehme, denn das haben wir hier eigentlich zu üben gehabt, zum Beispiel Nazwy artykułów spożywczych, ich habe das ja gerade angeklickt und da sehen Sie hier gleich, wir haben hier das schon, ja, etwas zu üben hier, die Möglichkeit. Hier haben wir Ananas und wenn ich das anklicke, dann haben wir die Ananas, ja, und dann weiter kann ich so gehen, der Apfel hier ist zu sehen. Also wirklich so einfache Wortschatzarbeit ist hier auch möglich und das können Sie sehen, diesen Wortschatz kann man wirklich schon üben, sogar unterwegs, ja. Also es ist kein Problem für Lerner. Das können Sie auf jeden Fall auch machen. Und noch eine wichtige Sache noch dazu. Denken Sie bitte an unsere Fotokarten. Also es geht um die Konversation und hier haben Sie auch diesen Themenbereich. Das kann ich Ihnen zeigen. Essen und Trinken eben. Die sind hier mit Transferdeutsch auch zusammen, diese Fotokarten, also wenn Sie sich dieses Lehrwerk bestellen für Ihre Lerner an Mittelschulen oder an Ihrer Oberschule, dann werden Sie das so im Komplett haben, also zusammen auf jeden Fall im Paket diese Fotokarten für die Konversation. Wenn ich das so umdrehe, da haben Sie hier auf jeden Fall auch die Fragen, bestimmte Aufgabenstellungen sind mit diesen Fragen verbunden, ja, zum Beispiel, was isst du gern? Was trinkst du gern? Wie heißt dein Lieblingsessen? Und das kann man wirklich ich und du einfach darüber sprechen. Aber es ist auch die Möglichkeit, dass wir so kleine Gruppenarbeit machen. Die Gruppe bekommt diese Fotokarte und muss entsprechend auch dann die Äußerung vorbereiten, also bestimmten möglichen Ausdruck, ja. Dann haben wir, was isst ihr gern? Was trinkt ihr gern? Wie heißt euer Lieblingsessen? Also genau das Gleiche, aber mit diesem Bezug auf ihr, ja, also diese Pluralform. Dann haben wir noch eine weitere Fotokarte, die auch zu diesem Thema passt. Es geht um Gesundheit, ja. Und noch eine Sache auch hier. Es geht um das nette Einkaufen. Das habe ich hier schon gesagt, ja. Das ist hier auch in diesem Zusammenhang.
Und da kann man auch das entsprechend üben, ja. Und diese Übungen sind vor allem dazu da, dass man die Sprache auf diese wirklich polysensorische Art und Weise wirklich lernt, mit Fotos. Denn das haben Sie gesehen, das gehört eigentlich jetzt im Moment zur Kultur der jungen Menschen generell, dass sie so permanent online sind im Internet. Und wenn sie dann sich eine Internetseite aufrufen, da sind sie wirklich so mit einer großen Unmenge, sag ich so, von Fotomaterial oder Bildmaterial konfrontiert. Und dann lesen sie bestimmte Sachen punktuell. Also keine Sorge, dass sie auf einmal hier irgendwie sich nicht dann konzentrieren können, weil sie das zu farbig haben. Das ist auch kein Problem für junge Menschen. Vor allem ist es auch diese Sprache, dass es so farbig ist, dass es mit Bildern ist, wirklich sehr attraktiv. Und diese Art und Weise der Gestaltung des Lehrwerks, das spricht die jungen Menschen auf jeden Fall an, weil das ist so eine Sprache, die ihnen vertraut ist, diesen jungen Menschen oder Jugendlichen, sag ich so generell. Und auf der anderen Seite, sie sind schon einfach wirklich trainiert sozusagen. Also das haben sie schon eingeübt, wirklich dann wirklich punktuell konzentriert, sich auf bestimmte Elemente, ja, oder Aspekte einer Internetseite zu beziehen, ja, und dann entsprechend punktuell zu arbeiten. Und das können sie auch machen hier mit dem Lehrwerk. Ja, also Wortschatzarbeit, kurz zusammenfassend, ist sehr wichtig, dass man das gruppiert, gut strukturiert, permanent wiederholt, in bestimmten kommunikativen Situationen, denn es geht auch um eine der Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts. Also die Kommunikation mit Transferdeutsch, machen Sie das auf jeden Fall optimal, und das wird dann eingeübt. Und das haben Sie auch gesehen, es ist auf eine angenehme Art und Weise auch möglich zu arbeiten, denn wir haben auch Quizlet. Aber denken Sie an die e-Academia PWNPL, das haben wir auch zum 1. September für Sie da, und Transferdeutsch wird auch auf dieser Plattform sein. Also dann haben Sie digital auch den Zugang zum Lehrwerk, und wir haben auch Multibook, also das ist schon auch früher gewesen. Und hier für Sie noch eine wichtige Information. Sie bekommen auch für den Teil 2, aber den ersten Teil ja auch Lehrerhandbücher. Dann ist es noch für Sie einfacher zu arbeiten, denn Sie haben am Rande die Antworten, aber auch bestimmte didaktische Hinweise und bestimmte sozusagen Ideen, wie man mit dem Lehrwerk arbeiten kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So viel für heute. Ich hoffe, dass Sie wirklich viel Spaß haben werden, wenn Sie sich dann für dieses Lehrwerk Transferdeutsch entscheiden. Und Ihre Lerner werden wirklich auch mit Lust und Laune und vor allem mit dem Herzen, ja, die Sprache auch lernen. Tschüss und bis bald, und haben Sie schöne Sommerzeit. Ich hoffe, nicht so regnerisch wie gerade jetzt an Tagen, wie wir das so erleben. Alles Gute und bleiben Sie auch gesund. Tschüss.